Knallharte Erziehungsmethode. Astun Kutschaskis erben nix. Man möchte meinen, wenn zwei mega erfolgreiche Hollywood-Stars Nachwuchs bekommen, ist automatisch bei den Kindern zukünftig ausgesorgt. Bei Astun Kutscher, 40, und Mila Kunis, 34, ist das nicht der Fall. Das Schauspielerpärchen ist sich nämlich einig, dass ihre Sprösslinge erst einmal selbst etwas leisten müssen, bevor sie von Mamas und Papas hoher Kante profitieren dürfen. Will sogar einen ausgeklügelten Business-Plan vorgelegt bekommen. Meine Kinder werden nicht einfach so reich. Ich richte auch kein Treuhandfonds für sie ein, lieber werden wir unser Geld an wohltätige Zwecke und so etwas geben, erklärte der Zweifachvater im Rahmen der City Summit 2018, einem mehrtägigen Event für Unternehmensgründer den Universal Studios Kalifornien. Wenn seine Sprösslinge etwas von der Kohle ihres Daddys abhaben wollen, dann müssen sie sich schon etwas einfallen lassen, wenn meine Kids selbst ein Business gründen wollen und sie haben einen guten Geschäftsplan, dann werde ich in sie investieren. Das Couple hat schon öfter gesagt, das wird, 3, und, 1, alles andere als verwöhnt werden, auch an Weihnachten gehen das Mädchen und der Junge leer aus. Es ist ab jetzt unsere Tradition. Wenn Kinder jünger als ein Jahr alt sind, ist es sowieso egal. Das bekommen die gar nicht mit, erzählte in der US-Sendung Entertain Tonight.